häufige Verletzungen im Ellbogen sind der Tennis- und Golferellbogen. In der Fachsprache heißen die Verletzungen Epicondylitis radialis humeri bzw. Epicondylitis ulnaris humeri. Eine Epicondylitis entsteht durch eine Überbeanspruchung der Unterarmmuskulatur. Mögliche Auslöser sind einseitige Beanspruchung oder falsche Technik. Die Pronatio dolorosa ist eine häufige Verletzung im Kleinkindalter, im Alter von 5 bis 7 Jahren, wenn die Bänder noch nicht stabil genug sind. Hierbei wird das Radiusköpfchen durch heftigen Zug unter dem Ligamentum annulare radii herausgerissen und somit subluxiert. Dadurch wird das Ligamentum annulare eingeklemmt und das Ellbogengelenk in leichter Flexion und Pronationsstellung blockiert. Ellbogenluxationen sind übrigens nach den Schulterluxationen die häufigsten Luxationen großer Gelenke. Als Orientierungshilfe kann man noch die Hütterlinie bzw. das Hütterdreieck erwähnen. In Streckstellung liegen die Epikondylen und das Olekranon auf einer geraden Linie. In Beugestellung bilden der Epicondylus lateralis und das Olekranon ebenfalls eine gerade Linie. Und betrachtet man den gebeugten Ellbogen von dorsal, bilden die Epicondylen und das Olekranon ein gleichseitiges Dreieck.